Am 2. März, Mittwoch 2022. Die Spaziergänger aus Darmstadt sind heute auf der Straße. Es geht um unsere Freiheit. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Na, 70 werden es gleich. Überall stehen die Leute schon in den Hauseingängen und wollen sich dazugesellen. Und wir werden immer mehr. Und heute sind die friedlichen Spaziergänger auch mal wieder mittwochs unterwegs. Nicht nur montags, mittwochs heute in Darmstadt. Ein wunderschönes Örtchen. 4 Kilometer entfernt von Wildstedt. Ottersberg muss auch noch besucht werden. Na, da gehen wir nächste Woche hin. Heute in Darmstadt die friedlichen Spaziergänger. Nicht nur montags, sondern auch mittwochs. Nächste Woche dürft ihr gern dabei sein. Nur wir gemeinsam können das beenden. Für Sie, für Ihre Kinder, für Ihre Enkelkinder sind diese Menschen auf der Straße. Damit wir den Wahnsinn beenden, damit die Kinder vielleicht bald nicht mehr mit der Maske in die Schule laufen. Darum sind wir auf der Straße. Guten Abend, Darmstadt. Diese friedlichen Spaziergänger sind auch für Sie auf der Straße. Sie sind auch für Ihre Kinder auf der Straße. Sie sind auch für Ihre Enkelkinder auf der Straße. Jeden Montag, jeden Mittwoch, damit die Kinder nicht länger in der Schule gequält werden mit der Maske. Darum sind die Spaziergänger auf der Straße und warten, dass alle Menschen sich anschließen. Viele ziehen sich schnell die Jacke an und sind dabei. Wir werden immer mehr. Ihr dürft gerne kommen. Guten Abend, Darmstadt! Darmstadt begrüßt die Gäste, haben wir gelesen am Ortseingang. Und die Gäste sind gekommen. Für Sie sind wir auf der Straße, für Ihre Kinder, für Ihre Enkelkinder. Damit unter anderem auch diese ganze Scheiße mit der Maske irgendwann mal ein Ende hat. Und das Testen in dem Testcenter. Immer mehr. Mit 3 Leuten hat es angefangen. Und in ein paar Wochen, da laufen hier 500 Leute durch Darmstadt. Da kommt ihr euch einsam vor, wenn ihr aus dem Fenster schaut und alle sind auf der Straße. Da werdet ihr ganz schnell dazukommen, denn sonst gehört ihr nicht mehr dazu. Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung, Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung, Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Darmstadt aufwachen. Da sei für sowas keine Zeit, die Alten täten ihm sehr leid. Solch Fälle würden immer mehr, man träumt von Gott die Heime hier. Darmstadt, aufwachen! Hallo Darmstadt, die Spaziergänger sind heute bei Ihnen. Die Spaziergänger haben gelesen, Darmstadt begrüßt seine Gäste und die Gäste sind gekommen. Es sind heute leider etwas mehr geworden, die für Sie auf der Straße sind, für Ihre Kinder, für Ihre Enkelkinder. Und nächste Woche dürfen Sie dabei sein. Und am Samstag
jetzt am Samstag um 14 Uhr in Ritterhude am Rathaus. Eine große Demonstration. Samstag, 14 Uhr, Ritterhude, Rathaus. Für Kinder, für Menschenrechte, für Grundrechte gehen wir auf die Straße. Für unsere Enkel, für unsere Kinder, für ihre Kinder. Kamstedt begrüßt seine Gäste. Und die Gäste sind gekommen. Heute sind es etwas mehr geworden. Für sie sind wir auf der Straße. Und für ihre Kinder. Ist jetzt aktiv. Bitte begeben Sie sich nach Hause. Das Coronavirus kann sich ab sofort auf Sie übertragen. Wir lassen uns nicht verarschen. Steckt euch die Maske in den Arsch. Steckt euch den Test in den Arsch. Steckt euch die Quarantäne in den Arsch. Steckt euch euren Pseudo-Impfstoff in den Arsch. Steckt euch den Inzidenzwert in den Arsch. Steckt euch die nicht existente Pandemie in den Arsch. Steckt euch eure politische Korrektheit in den Arsch. Annalena, Stage is yours. Danke, zum Glück gibt's noch eine. Wenn wir nur die Grundschauen schulen, 100% erneuerbare Energien. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden. Super, es geht. Es geht, es geht. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden. Es ist an der Zeit, den Fernseher abzustellen. Die rote Linie, schon lange überschritten. Wir haben keine Angst vor euren Knüppeln und den